Heute möchte ich den Film Spiel auf Bewährung besonders Eltern empfehlen, sich diesen Film gemeinsam mit ihren jugendlichen Kindern ab 15 Jahren anzusehen. Spiel auf Bewährung ist ein amerikanischer Spielfilm mit Dwayne Johnson aus dem Jahr 2006 und basiert auf einer wahren Begebenheit, die dort gedreht wurde, wo sie stattfand. Im Camp Kilpatrick, einem Jugendstraflager in den Santa Monica Mountains im Westen von Los Angeles County, Kalifornien. Das Camp ist bekannt für sein Sportprogramm. Dwayne Johnson nun spielt in dieser Jugendstrafanstalt einen Bewährungshelfer, der den Versuch unternimmt, innerhalb von 4 Wochen einer Gruppe jugendlicher Schwerverbrecher den Sinn für Selbstachtung und Verantwortung zu übermitteln. Und das tut er, indem er die ganze Gruppe in ein Footballteam verwandeln will. Diesen Film finde ich persönlich für Jugendliche sehenswert, weil er aufzeigt, dass die herkömmlichen Glaubensmuster, dass Böse immer böse ist, hier nicht greifen, sondern dass der Mensch in seinem Denken, Fühlen und Handeln sehr wohl restrukturierbar ist, wenn man es schafft, die Empathie in ihm selbst zu aktivieren. So, und dieser Film Spiel auf Bewährung zeigt vor allem, dass es letztendlich immer um die Freundschaft geht, um die wir als Menschen im Grunde kämpfen müssen, weil sie uns ja sehr viel tiefer miteinander verbindet und dadurch auch Zerstörung in Wohlgefallen auflösen kann. Und das kommt am Ende in diesem Film besonders heraus, als wirklich alle in der Pause vor der zweiten Halbzeit in ihrem Footballteam vollkommen resigniert in der Garderobe sitzen und plötzlich genau diese Erkenntnis sich durch sie selbst bahnbricht. Und diese Szene, in der eine ungeahnte Motivation das gesamte Footballteam ergreift, mit der niemand mehr gerechnet hätte, führt diese jungen straffällig gewordenen in eine komplett neue Sichtweise und weiterführende Lebensphase. Und deshalb empfehle ich diesen Film Spiel auf Bewährung und verabschiede mich ganz herzlich als eure Nadja Reichardt, Stimme von Jennifer Aniston aus der Serie Friends.